Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV WM Special, pünktlich zum Finale. In etwas mehr als einer Stunde geht's los, Finale Frankreich-Kroatien. Ich habe mir gedacht, ein kurzes Video gibt es dann einfach mal zur WM dann auch. Public Viewing ist ja Pflicht. Ich hoffe, das Wetter hält, es ist ziemlich bewölkt hier. Aber naja, erstmal schauen, wie das Ganze ausgeht. Also man sieht schon, der Hintergrund ist wirklich ziemlich gut. Und naja, wenn man bedenkt, das Spiel geht eben erst in etwas mehr als einer Stunde los, dann wird das natürlich pickepackt und voll hier sein. Also, ich bin persönlich sehr gespannt und ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie das Ganze sich hier so entwickelt. Von dem her war es das für den Moment von mir und wir sehen uns einfach dann später. Also, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. Angelo Kanté ist der einzige im französischen Team, der im Gegensatz zu sich. Kroatien, Spielstand 2-1 für Frankreich. Die Franzosen kaltschnäuziger, die Kroaten spielerisch besser, meiner Meinung nach. Und naja, das 2-1 ist schon insgesamt ein bisschen glücklich, würde ich mal behaupten, vom Spielstand her. 18. Minute das 1-0 für Frankreich. Ein Eigentor von Mandzukic, zunächst die Kroaten mit ein paar guten Chancen. Und dann eben nach einem hohen Ball ist es Mandzukic, der den Ball ins eigene Tor befördert. Also sehr unglücklich für
Kroatien das Ganze angefangen. Dann aber nach ein bisschen mehr als einer halben Stunde eigentlich schon der Ausgleich für Kroatien. Ante Rebic mit einem schönen Durchlauf quasi in der 16er im Gegnerischen. Das ist ein Gegenspieler aussteigen und macht das dann sehr, sehr schön überlegt ins Eck zum 1-1. Und naja, dann im Knapp vor der Pause ein Handspiel, wo es auch den Videobeweis gab, diesen ominösen der Kroaten und den Elfer eben den verwandelt Griezmann sehr souverän, flach, halb mittig zum 2-1, also eben wenige Minuten vor Pausenpfiff. Aber das Ganze ist noch nicht entschieden, also die Franzosen sicher nicht besser, die Kroaten ja mit ein bisschen wenig Abschlussglück, aber mal schauen, wie sich das Ganze so noch entwickelt in der zweiten Halbzeit. Wir sehen uns auf jeden Fall und naja, mal abwarten. Also, bis zum nächsten Part. Bis dann. Jetzt sprechen Sie zweiten Halbzeit, nach einer knappen Stunde, war das Ganze dann auch mehr oder weniger erledigt. Das 3-1 entscheidet auf jeden Fall von Paul Pogba, das 4-1 wenige Minuten später durch Mbappé und der Kroatien konnte dann nur mehr das 4-2 nach einem Torwartfehler von Lloris erzielen und der kam aber dann nicht mehr wirklich gefährlich vor das Tor, deswegen war die zweite Halbzeit relativ unspannend, sag ich mal, also nicht so langweilig, aber ja. Frankreich hat das Rennen gemacht, ist verdienter Weltmeister und ja, man sieht ja, hier ein paar Beziehungen ist einiges noch los. Und ich würde sagen, damit war es das auch für das kleine Lenz-Match bei den Lenz-TV. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei den Lenz-TV. Euer Elias, nächstes Mal kurz auf die Schwarzen und Gratulation auf Frankreich und bis dann. Ciao, ciao. Oh!